Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei diesem kleinen, spaßigen Video zu World of Tanks mit einem Live-Gameplay. So wird es am Ende sein. Aber zuerst mal will ich euch zeigen, was passiert hier überhaupt, weil es ist ja doch eher kurios, denn wir spielen heute diesen IS-8-Ball. Sehr geile Idee schon an dieser Stelle. Man kann hier nichts verbessern, was ich sehr sympathisch finde. Es gibt keine Premium-Munition. Man kann nichts an der Optik verändern, weil so wie er ist, so bleibt er einfach. Offiziell ein Tier 1-Gefährt, aber dadurch, dass sich das ja auf einem etwas anderen Szenario spielt, falls ihr es noch nicht wisst, da werdet ihr gleich sehen, dann spoilere ich es noch nicht, ist auf jeden Fall spannend. 1500 Struktur, Gesamthöchstgewicht 10 bzw. 15, Motorleistung 500 PS, Höchstgeschwindigkeit 100, auch wie sich das gleich, das werdet ihr sehen. Wendegeschwindigkeit sehr schnell, Warnepanzerung kaum vorhanden, Standardschaden 24-40 und Standarddurchschlag 38-64. Aber das ist ja bei der Panzerung jetzt nicht so schwierig, dann da durchzukommen. Feuergeschwindigkeit 20 Schuss in der Minute, Waffenrichtgeschwindigkeit 50, Sichtweite 270 und Funkreite 300. Ja, ich würde sagen, es ist ganz nett, das Ding hier in der Garage zu sehen, aber es gehört einfach in die Luft, beziehungsweise egal, wir legen jetzt los und sehen uns jetzt im Spiel. Bis gleich. Ja, und ich habe euch nicht zu viel versprochen. Hier ist die Karte, beziehungsweise hier ist das Szenario. Da unten sehen wir die Erde, also wir sind ganz schön weit gereist dafür, dass wir hier endlich sind. Und zwar, Karte ist Krater und das ist nichts anderes als der Mond. Mondchaos, Auftrag, zerstören Sie die meisten Fahrzeuge, seien Sie kreativ. Naja, kriegen wir doch vielleicht hin. In dem Fall ist es ein Modus 7 gegen 7. Also keine 15. Und ja, ich bin schon einfach sehr gespannt. Ich habe ihn selber, ich gebe es ganz ehrlich zu, ist meine allererste Runde. Und dementsprechend, glaube ich, ist es umso spaßiger, wenn wir das zusammen. Wie nice! Alles, das ist cool. Oh, nicht umkippen. Das ist natürlich jetzt auch sehr cool. So. Da hoch komme ich nicht. Oh, ist das spaßig? Warte, nichts passiert. Also Zufallsereignisse gibt es scheinbar auch. Und da unten ist schon einer runtergefallen, wie man sieht. Auch das kann passieren. Boah, ich hätte ihn ja so gern runtergeschossen. Aber da habe ich ihm ja fast schon einen Boost gegeben. Ich habe übrigens die Originalstimmen an. Der wackelt. So, wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, habe ich ihn jetzt. Ja! Ich habe ihn rausgeschossen. Oh, ein Impuls. Wow. Okay, der Impuls hat ihn mal ganz schön weggehauen. Und da auch noch einer. So, den hat jetzt 2 gegen 2. Nein, lass mich in Ruhe. Also, die zu zerstören durch Schaden, das ist eher Meteorschwarm. Oh. Ja, der hat ihn anderen weggemacht. Also die Ideen sind, das ist glaube ich einer der besten Fun-Modi, der jemals eingeführt worden ist. Das kann man ganz klar sagen. Nein! Oh nee, du! Oh. Komm schon.
Uiuiui, der hat ihn aber ganz schön gut getroffen, du. Ja, ja, der ist weg! Der ist weg! Auf! Nice! Der ist da unten. Jetzt ist er definitiv zerstört. Und da war es GG. Also es war eine kurze, intensive, spannende, tolle, amüsante Runde. Hat mir unglaublich Spaß gemacht. Dafür gab es ja auch den Kunstschuss. Gewinnen Sie ein Gefecht während des Spezialevents. Und man kann auch Erfahrung sammeln. Ja, ich glaube, mit dem Schaden hier auf Platz 1 lief auch perfekt. Und hier sieht man nochmal den Bericht von 37 Schüssen, 18 Treffer, 3 Minuten 13. Ich glaube, ein sehr feines, kleines Video, so wie sich das gehört für den April, tut dem Ganzen wirklich gut. Ich könnte mir gerne eure Meinung sagen, was euer liebstes April-Event war und wie ihr das auch findet. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Daumen da. Euer Alcaramba.